Lieber Karl-Heinz, sehr schön, dass du dieses Seminar jetzt auch auf Deutsch anbietest. Das ist ja ein bisschen ein umgekehrter Weg, wenn man vom internationalen Englischsprachigen dann sogar in den deutschsprachigen Raum erstmal reinfinden muss. Die meisten kennen es eher umgekehrt. Also sehr schön, dass das jetzt in Deutschland quasi auch stattfinden darf. Und es geht ja um kollektive Aufstellungen in diesem Workshop. Und erstmal ist meine Frage dazu, was eigentlich eine kollektive Aufstellung zu einer persönlichen oder auch Familienaufstellung unterscheidet. Also der Unterschied zwischen kollektiver Aufstellung und persönlicher Aufstellung ist tatsächlich das Anliegen. Das eine ist persönlich, ganz körperlich, seelisch, und das andere ist halt ein Anliegen für die gesamte Gesellschaft, für die Nation, eventuell für global gesehen, für die Menschheit. Und das können jetzt verschiedene Dinge sein, da reden wir vielleicht etwas später darüber, aber das ist der große Unterschied. Also da macht jetzt nicht ein Klient oder eine Klientin ein persönliches Thema zum Mittelpunkt der Aufstellung, sondern die gesamte Gruppe entscheidet, was ist denn momentan interessant, worüber können wir vielleicht mehr erfahren, wie können wir auch in der kollektiven Aufstellung dann rausfinden, wo die Lösung ist und was wir auch persönlich und als Kollektiv dafür tun können, damit es besser weitergeht. Ja, super spannend. Da komme ich direkt zur nächsten Frage. Was habe ich denn dann trotzdem davon, so als Mensch an einer kollektiven Aufstellung teilzunehmen? Naja, das sind zwei Dinge. Das erste, man hat gesehen, dass die Leute, die in einer kollektiven Aufstellungen teilnehmen, dass die tatsächlich einen persönlichen, ja, ein Benefit davon haben, weil das, was dann ja, in der Aufstellung dann verhandelt wird, was dann da auftaucht, auch immer etwas mit dem persönlichen Leben zu tun hat. Das haben kollektive Themen einfach so an sich, die beschäftigen im Bewussten und im Unbewussten einzelne Menschen, sondern eben auch alle im Grunde, die in diesem Bereich leben. Und ich habe mehrfach gesehen, und das ist fast regelmäßig, dass die Teilnehmer oder Teilnehmerinnen von kollektiven Aufstellungen bereits eine Veränderung ihrer Befindlichkeit entdecken, am selben Tag oder am nächsten oder in den Wochen darauf, weil sie einen anderen Blickwinkel einnehmen können und dann eben mehr so, ja, Teil der Lösung schon werden. Und das ist der zweite Punkt, den es ja auch gibt. Ja, viele Menschen denken, wenn ich mich um meine persönliche Gesundheit kümmere, um meine Beziehungen und so, das ist ja wichtig, dann reicht das. Und es ist ja auch wichtig. Und wenn man aber das Kollektive aus dem Blick nimmt und denkt, ja, das überlasse ich den Politikern, macht dann ja so, wie wir jetzt ja auch oftmals die Erfahrung, dass die Politiker letztendlich, wie das auch immer ist, entweder nicht die Möglichkeit oder die Fähigkeit oder auch den Willen haben, ein spezielles Problem, das allen auf den Nägeln brennt, zu lösen. Und da macht es durchaus Sinn, dass man nicht nur als Wähler teilnimmt, alle 4 Jahre wählt, sondern dass man sich auch selber ein Bild macht darüber, worum geht es eigentlich bei dem oder dem Thema und was kann ich persönlich bei mir und in meinem Umfeld für die Lösung tun. Also, dass man Teil der Lösung wird und nicht Teil des Problems. Wenn man nichts macht, wenn man gar nicht hinschaut, wenn man gar nicht teilnimmt, wenn man also blockiert ist seine eigenen Aktion in dem, was man selber tun kann, dann ist man quasi, ja, Teil des Problems. Wenn man aktiv wird, wenn man bewusst wird, wenn man die Hintergründe erkennen will, und zwar auch hinter den Kulissen, dazu sind die Aufstellungen da, ja, dass wir hinter die Kulissen schauen können, dann wird man Teil der Lösung. Und das ist erstens ein gutes Gefühl und zweitens gemeinsam mit dem persönlichen positiven Veränderung der Befindlichkeit zu einem kollektiven Thema hin, macht das schon Sinn. Ja, schön. Ja, okay, das macht schon direkt Sinn. Ja, Ja, sehr ich auch habe mich. Gemeinschaft und Kollektiv und Community, das wird ja auch immer wichtiger. Und auch die Zukunft, die wir auch mitgestalten mit unserem Dasein, mit unserem Wirken, da wird Community, gemeinschaftliches Tun, gemeinschaftliches Neudenken ja auch ganz wichtig werden. Und so ist das ein schöner Einstieg in den Bereich.
Hast du irgendwelche Beispielthemen, die da auftreten könnten, die du nennen kannst aus deiner Erfahrung? Ja, das, also ich, Beispiele jetzt in den USA zum Beispiel haben wir gearbeitet mit der erhöhten Aggressivität in der Gesellschaft. Das ist jetzt auch in Deutschland ja Thema geworden oder auch mit dem Erstarken des Rechtspopulismus und der Aggressivität von dieser Seite her oder auch mit Themen wie Umwelt. Ja, warum schaffen wir es nicht wirklich umweltgerecht zu leben? Was hindert uns daran? Wo ist da die Lösung? Und ja, das sind Bereiche, die letztendlich ist das unbegrenzt. Das ist gerade, was gerade vorrangig ist. Und die Pandemie zum Beispiel war ein gutes und fruchtbares Feld in dem Bereich. Wir haben letztes Jahr schon eine kollektive Aufstellung gemacht mit dem Thema der Frage, was hat die Corona-Pandemie eventuell für eine Botschaft für uns als gesamte Menschheit, weil es ja auch uns als gesamte Menschheit betrifft. Und da haben wir Einsichten gewonnen. Da gibt es auch auf meiner Homepage etwas geschrieben darüber. Und ja, was war noch? Ja, Krieg und Frieden war natürlich ein Thema jetzt in Israel. Wir haben im Januar da eine Aufstellung gemacht mit einer israelischen Gruppe, auch kollektiv mit über 50 Positionen dazu. Also das ist alles möglich und letztendlich ist es unbegrenzt. Das ist was, was gerade wirklich da ist. Sklaverei ist eine Möglichkeit. Wie kann man da aussteigen? Weltweit, wir haben die Sklaverei weltweit. Wir haben die Schere zwischen Arm und Reich, könnte das ein Thema sein. Aber was ist da die Lösung? Warum ist eigentlich das Problem so im Moment vorhanden, dass die Schere so weit auseinandergeht und immer mehr Armut ist, Hunger? Also die Liste ist letztendlich endlos. Und all das kann Thema einer kollektiven Aufstellung sein. Magst du ein bisschen uns mal reinholen in die Schritte, die du durchläufst? Also wie ist die Struktur von so einer Ausstellung? Welche Werkzeuge sozusagen nutzt du? Und du hast ja auch die Healing Voices, die du da auch mit einwirken lässt. Magst du da ein bisschen was zu erklären? Ja, also das. Wenn das Thema feststeht, wenn wir wissen, okay, das Thema, damit wollen wir jetzt anfangen, das wollen wir näher mit der Aufstellung beleuchten, dann beginne ich mit der Systemaufstellung, also mit der kollektiven Aufstellung. Das heißt, ich bringe die Position des Themas und natürlich auch für wen man das macht. Wenn man das jetzt für die deutsche Bevölkerung macht, dann kann man Deutschland oder die deutsche Bevölkerung als Klient nehmen, wenn man das in USA oder Kanada macht, dann ist es eben die Gesellschaft dort oder die kanadische Gesellschaft zum Beispiel. Oder wenn man jetzt global denkt, dann kann man auch die Menschheit nehmen oder die Umwelt, was auch immer das Thema ist. Damit beginnen wir immer. Und dann ist eben die Frage, das ist eigentlich ziemlich parallel zur persönlichen Aufstellung auch, dass ich dann eine Position bringe, die ich die Botschaft des Problems nenne, die Botschaft des Themas. Die gibt es dann ja auch immer. Die führt uns dann auch oftmals weiter. Und dann gehen wir letztendlich auf die Suche nach den wahren energetischen Hintergründen, warum das Problem in dieser Form überhaupt in dieser Gesellschaft oder in diesem Land existiert. Und da ist es auch parallel, ähnlich wie bei persönlichen Aufstellungen, persönlichen Themen, dass immer ein ungelöstes Trauma im Hintergrund zu finden ist. Das ist jetzt nur weiter zurück als bei persönlichen Aufstellungen. Wenn ich jetzt ein persönliches Thema aufstelle, dann gibt es ja auch diese Traumata, wenn es um die Herkunftsfamilie geht, in früheren Generationen der Herkunftsfamilie. Und da überblicken wir Zeiträume von ja, 50 oder auch 100 Jahren. Stellen immer noch auch jetzt Themen und Traumata vom Ersten Weltkrieg auf. Das sind jetzt 100 Jahre, die bei persönlichen Belastungen noch eine Rolle spielen können. Ganz selten, dass es mal länger ist in den Aufstellungen, die ich so überblicke. Hat es schon mal gegeben, dass wir bei adeligen Menschen, die einen großen Stammbaum haben, wo man auch wirklich noch weiß, wer wann gelebt hat mit Namen, dass wir dann da auch ein Thema mal hatten, das 200, 300 Jahre zurückliegt. Aber bei kollektiven Aufstellungen, wenn man jetzt Nationen und auch internationale Beziehungen ansieht,
dann liegen die Traumata, um die es dann da geht, hunderte von Jahren zurück und manchmal auch tausende von Jahren. Das heißt, irgendwas ist passiert, wo großes Leid hervorgerufen worden ist und dieses Leid immer noch und die Seelen, die das damals, die Menschen, die das damals erlebt haben, immer noch seelisch wie in dem Trauma verhaftet sind. Und das nimmt man ja dann ungelöstes Trauma, wenn letztendlich seelisches Leid immer noch energetisch in dem Feld ist und wird dann auch über das Energiefeld einer Nation dann auch weitergegeben an die nächsten Generationen und führt dann eben, das haben ungelöste Traumata einfach an sich dazu, dass es Wiederholungstendenzen gibt, dass immer wieder das Gleiche passiert, dass Kriege immer wieder auftauchen, auch mit denselben Kontrahenten dann auch oft. Also Erster, Zweiter Weltkrieg haben wir es ja in ziemlich zeitlicher Nähe erlebt, also unsere Vorfahren halt. Aber das gibt es eben auch bei anderen Dingen. Das ist nicht nur Krieg und Frieden, sondern da gibt es auch andere Bereiche, wo einfach ein Trauma passiert ist auf kollektiver Ebene. Das kann auch mal eine Pandemie sein, also das gibt es auch, dass auch zum Teil die Pest noch eine Rolle spielt, dass das auch kollektiv noch eine Belastung ist, ganz unbewusst. Also das Kollektiv hat eben auch ein Unbewusstes. Und wenn jetzt sowas Ähnliches vorkommt, ja, wie jetzt eine Pandemie, jetzt wie Corona gerade, dann ist das ja gar nicht zu vergleichen mit der Pest und den Auswirkungen in den damaligen Zeiten, wo wir einfach keine Therapie hatten. Es sind ja 80% teilweise von ganzen Gemeinschaften gestorben. Aber wenn dann eine neue Pandemie kommt, ist im Hintergrund der Gesellschaft nur dieses Angstlevel, wir sterben da alle oder wir verlieren da. Und dann ist, wenn man das nicht weiß, dann ist man unbewusst diesen Ängsten ausgeliefert und folgt natürlich auch, ist man dann leicht lenkbar, vielleicht auch in die politische, in die falsche Richtung. Und das sind so Dinge, die dann eine Rolle spielen können. Und das ist in dem ersten Schritt, wenn wir da mit der Aufstellung arbeiten, unser Ziel, die Hintergründe zu beleuchten und diese Verbindung zu einem ungelösten Trauma in der Vergangenheit herzustellen, sodass wir das wissen. Also es wird hier ein Wissen generiert durch die Aufstellung. Das wird unser Bewusstsein in diese Zusammenhänge mit hineinheben können und wissen, okay, das wissen wir, wo das herkommt, wie es zusammenhängt. Und das Zweite ist dann natürlich eine Lösung, eine Heilung oder Lösung zu erreichen. Und das ist durch das reine Wissen darum nicht erreichbar. Es ist schon eine Änderung, wenn man das weiß, verändert jetzt schon etwas und mag manches leichter fallen und die Lösungen sind dann näher. Aber meine Erfahrung ist, wenn das ungelöste Trauma immer noch energetisch im Hintergrund bleibt, unberührt, immer noch ungelöst, immer noch mit der Trauer, mit der Aggression, mit der Rache, die dann vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt, oder dem Leid, dem Sterben von so vielen Menschen in einer Pandemie wie bei der Pest oder bei Cholera, dann braucht es da noch was anderes. Und dieses Element kommt dann über die Healing Voices hinein, über die schamanische Arbeit, die sich bei mir in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Und da kann man sich vorstellen, dass diese schamanischen Heilenergien überall in der Luft, die sind da, ja, wie in einem speziellen WLAN-Feld und können oftmals helfen und wollen das auch. Und das ist dann der Bereich, wo ich dann das immer vorschlage, auch bei kollektiven Aufstellungen und die Leute natürlich auch darauf vorbereite, was das ist. Und ich bin dann ja im Grunde das Medium für diese Heilenergien, weil die nicht von sich aus wirksam sein können. Sie brauchen einen Menschen, der das dazu fähig ist und auch willens ist. Und den Effekt, den sie dann erzählen oder machen, ist tatsächlich, dass sie die Seelen, auch wenn das lange zurückklingt, auch wenn das wirklich Tausende von Menschen waren oder noch mehr, diese Seelen der Menschen, die dieses Urtrauma dann damals erlebt haben, mit denen arbeiten die und die bringen die so langsam aus dieser Erstarrung des lebensgefährlichen Traumas heraus. Und diese Seelen können quasi weitergehen, ihren Weg weitergehen. Und das ist dann ein Effekt, ein Heileffekt, der sich über die vielen Generationen und die Zeiten dann so
Schritt für Schritt auch noch in der Aufstellung weiter pflanzt, das sieht man dann, da bis dorthin, dass eben das Problem anders gelöst werden kann, dass plötzlich eine ganz neue Dinge auch für die Beteiligten möglich ist. Und eben nicht nur Sicht jetzt vom Verstand her betrachtet, eine Einsicht, sondern eben auch eine Erleichterung der Energie im Umfeld der ganzen Gruppe, eventuell auch des ganzen Kollektivs und dazu natürlich auch bei jedem Einzelnen, weil jeder Einzelne ja Teil des Gesamten ist. Okay, hast du irgendwelche Nachwirkungen, positive Veränderungen, die schon mal eingetreten sind? Irgendwelche Beispiele vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, zum Beispiel unter einer positiven Veränderung? Hast du schon irgendwelche Rückmeldungen erhalten oder bei dir selber irgendwas bemerkt? Ja, also das ist jetzt, also es gibt zwei Beispiele. Das eine war jetzt eine kollektive Aufstellung am 3. Mai letzten Jahres, 2020, in Washington D.C., also da, wo das organisiert war, schon online. Und da haben wir mit dem erhöhten Aggressionslevel und der amerikanischen Bürger afrikanischen Ursprungs gearbeitet, also der Nachfahren der versklavten Menschen. Und das war ein Anliegen, das gebracht wurde, ist, da waren auch das Genozid von den indigenen Nationen und Stämmen da auch mit dabei, letztendlich. Und dann habe ich auch noch gesagt, okay, nachdem das sich wirklich gut in der Aufstellung gelöst hat, jetzt schaut mal, was in den nächsten Wochen in der amerikanischen, also US-amerikanischen Gesellschaft passiert, denn es dauert dann manchmal Wochen, bis dann etwas passiert, was dann damit zusammenhängen kann. Und dann, das war ja dann dieser Mord an George Floyd, der war 2-3 Wochen später mit dieser Erstarkung der Black Lives Matter Bewegung, wo dieses Thema dann wirklich gesellschaftlich, das gab es vorher schon lange, aber richtig geboostet hat, nicht nur eben in den USA, sondern weltweit. Und da kann man natürlich jetzt nicht sagen, okay, das war jetzt nur wegen dieser Aufstellung. Das wäre wahrscheinlich anmaßend. Aber auf der anderen Seite ist es eine grundsätzlich gesellschaftliche Bewegung, zu der diese so eine Aufstellung auch mit dazugehört, wo das quasi schon ein Ausdruck ist, da ist was im Gange, da ist irgendwas, kommt da noch jetzt auf breiterer Ebene an die Oberfläche, mehr Bewusstsein vielleicht, in der gesamten Bevölkerung, auch weltweit. Und so sehe ich das. Jetzt kann das natürlich niemand beweisen, aber jetzt die persönlichen Berichte bei dieser Aufstellung und bei anderen kollektiven Aufstellungen, die so, wo man dann so verbindet, wenn man arbeitet mit eher Minderheiten oder bestimmten Bevölkerungsgruppen, die nicht respektiert sind und nicht integriert sind. Man kann dann sehen, dass die Leute, die dabei sind, die das miterlebt haben, schon auf der Straße anders um sich schauen. Eine andere Verbindung zu Menschen, einer anderen, aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur. Und da viel verbundener sich fühlen. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, was ich oft erlebt habe. Und jetzt ein ganz aktuelles Beispiel. Wir hatten ja letztes Wochenende ein deutsches Seminar, Symptomaufstellungen und Healing Voices, eigentlich reserviert für persönliche Aufstellungen. Aber wir hatten dann zum Schluss noch eine Stunde, wo wir gesagt haben, okay, wir können auch mal was ganz anderes machen. Und dann wollte die Gruppe auch eine kollektive Aufstellung und mit dem Thema, das kam dann eben auch von der Gruppe, geheilte Weiblichkeit, geheilte Männlichkeit, was ist eigentlich wo ist das Problem zwischen den Geschlechtern? Gibt es das und wo kommt es eigentlich her? Dass wir da ein Problem haben, ist ja jedem auch bewusst. Und ich sage jetzt geheilte Weiblichkeit, das ist immer, auf Englisch geht einem das besser auf die Lippen. Sacred Feminine und Sacred Masculine. Das ist, wenn man das jetzt auf Deutsch sagt, wenn man dann heilige Weiblichkeit sagt, das Wort heilig ist ruiniert durch die katholische Kirche in Deutschland. Also ist es eben was mein Empfinden, dass andere teilen das auch. Also man kann, ich sage mal, geheilte Weiblichkeit. Da haben wir eine Aufstellung gemacht, wir haben dann keine Healing Voices machen können, weil die Zeit nicht dazu da war, aber dieser erste Teil, diese Aufstellungsarbeit hin zum, dass wir wissen, wo es herkommt,
Das haben wir geschafft. Da waren zum Schluss, ich weiß nicht, 30 Positionen gestellt. Und wir sind zu diesem Urtrauma tatsächlich gekommen. Und ich sage das einfach ganz in die Kürze. Es war letztendlich, das Urtrauma war die Entfremdung des Weiblichen oder der Frauen vom weiblichen Urgrund, von Mutter Erde und der Natur und Naturreligion, die es vorher gegeben hat, durch die christlichen Kirchen. Das war das Urtrauma. Und alleine das, also wir haben ja dann keine Lösung, aber dass wir das überhaupt gewusst haben, hat etwas verändert. Und das, also meine Frau war dabei und ich habe jetzt keinen Bericht von den anderen Teilnehmern, die dabei waren. Aber ich kann nur sagen, das ist das ganze persönliche Bericht über das, was ich hatte. Ich habe am nächsten Tag schon bemerkt, dass ich anders auf Frauen schaue, obwohl ich ja immer vorher auch nicht denke, dass ich irgendwie abwerten, sondern ich bin ja jemand, der genau weiß, dass die Hochachtung zwischen Mann und Frau die Lösung ist. Aber ich habe gemerkt, es hat sich was verändert. Nicht, dass ich das nicht gewusst hätte, dass sowas dahinter stecken kann, aber wenn man es in so einer Aufstellung klar vor Augen geführt bekommt, dann hat das nochmal eine andere Überzeugungsqualität, dann weiß man es einfach. Und dann hat es die Konsequenz natürlich, dass man gerade dieses Denken in sich selber entmachtet und einfach anders auf eine geheilte Weiblichkeit und Männlichkeit blicken kann. Und natürlich auch gleichzeitig ein anderes Bild von meinem eigenen Geschlecht und bei meiner Frau war es eben andersrum auch ähnlich. Es hat eine ganz feine Qualität gehabt, die wir vorher nicht vermisst haben, weil wir nicht wussten, dass wir die überhaupt haben können, aber die sich jetzt konstant eingestellt hat. Und dieses Thema, das interessiert so viele Menschen, Frauen und Männer, dass ich denke, dass an dem Wochenende, wenn wir das Seminar machen am 10. und 11. Juli, dass dieses Thema auch wieder aufkommt oder gewünscht wird. Und dann werden wir an dieser Stelle das nochmal so aufblättern in der Aufstellung und dann auch wirklich nochmal einen Schritt weiter vielleicht in Richtung Heilung gehen können, wenn das von der Gruppe gewünscht wird. Das führt jetzt auch noch zu meiner abschließenden Frage. Du hast jetzt schon erwähnt, es wird ein Seminar geben, wo es ja auch intensiver Zeit für Aufstellungen gibt, kollektive Aufstellungen. Wie genau legt ihr denn da generell die Themen fest? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ja, die gebe ich in keiner Weise vor, sondern das ist wirklich dann das, was die Gruppe formuliert. Und zwar können wir an diesen zwei Tagen, sind ja zwei volle Tage, 10. und 11. Juli, können wir mehrere Themen natürlich aufstellen, mehrere kollektive Aufstellungen machen. Und da ist einfach die Frage, was interessiert die Gruppenmitglieder, die Teilnehmer am meisten. Das ist so eine demokratische Sache. Also wenn sie die meisten, wir machen ein paar Vorschläge, es kommen da immer natürlich welche. Und manchmal kann man die auch zusammen, sind die auch irgendwie verbunden, dann kann man die auch gemeinsam in die Aufstellung hineinstellen. Und dann ist das alles mit dabei. Oder es klärt sich dann auf, okay, das ist jetzt ein besonderes Thema. Und dann wird einfach abgestimmt und dann machen wir das als erstes und das andere kann dann ja auch noch später kommen. Das ist wirklich eine kollektive, das ist eine Gruppensache, das ist eine Gemeinschaftsangelegenheit. Und ich mache ja die Aufstellungen jetzt online auch mit Gruppen und in der Einzelarbeit mit Zetteln auf dem Boden. Also ich habe da einen großen Raum und da sieht man die Zettel am Boden jeweils beschriftet als Platzhalter für die verschiedenen Positionen der Aufstellung. Und bei den persönlichen Aufstellungen gehe ich ja eins nach dem anderen selber als Repräsentant, sammle Informationen ein. Und bei der kollektiven Aufstellung mache ich das schon auch. Aber das sind alle, die dabei sind, eingeladen. Tatsächlich auch in eine Position zu gehen. Sie sehen das ja auf dem Bildschirm und ich kann entscheiden, ich gehe mal dafür Deutschland, ich gehe mal dafür Aggression, ich gehe dafür für Weiblichkeit, Männlichkeit, für das Matriarchat, für die Göttin. Alles, was dann da vielleicht steht, kann man einfach man steht einfach auf hinter den Stuhl oder so und sagt, definiert einfach, da stehe ich jetzt für diese Position. Und dann kriegt man auch Informationen, wie in einer Aufstellung. Also das ist ja eine Aufstellung. Funktioniert auch on Zoom weltweit, kann jemand in Australien das machen, ist gleich, das funktioniert immer. Und man redet auch, man ist dann schon auch nicht mehr stumm geschaltet und man kann reinreden und man kann einfach dann mitteilen, wie es einem geht. Und das Besondere an Online
Online-Aufstellungen oder der Vorteil von Online-Aufstellungen ist, dass man da nicht eine Stunde stehen bleiben muss, sondern man kann sagen, okay, für jetzt habe ich genügend empfangen, jetzt setze ich mich wieder hin, dann bin ich aus der Rolle raus, oder ich kann sagen, okay, ich gehe einen Schritt zur Seite und bin jetzt ganz jemand anderer in der Aufstellung. Und so kann man auch, wenn man geübt ist, andere Positionen in der Aufstellung miterleben als Teilnehmer und auch beitragen. Und das ist eine Gemeinschaftsaktion letztendlich.